wackelt überhaupt nicht hier auf der Brücke. Heute ein super Tag. Ich bin zwar sehr schlecht in den Tag gestartet, völlig kaputt und ich konnte gar nicht aufstehen und müde, knülle. Naja, es ist halt schon Tag 5. Ne? Der erste Berg war ganz schön, so mit 8 km/h, 5% hoch. Puh, das ist scheiße, es wird auch nicht besser bei mir. Ja, und dann ging es das komplette Rhonetal, jetzt wirklich das Rhonetal, heute direkt lang. Es ist traumhaft, wirklich war es toll. Und man hat wirklich voll das Malle-Feeling. Es ist Wahnsinn, wie sich die Landschaft schlagartig ändert. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin schon auf Malle. So die kleinen Häuser, alles so, wie man es so kennt. Ja, Fahrrad ist mit auf dem Zimmer. Ich werde heute mal ein bisschen Pflege betreiben, die Kette gibt leichte Geräusche von sich. Würde ich mal sagen, nach 1000 Kilometern, nee, über 1000 Kilometer, ist es auch mal angebracht. Ja, heute waren es wieder 217 und ein paar zerquetschte Höhenmeter. Was morgen wird, ist eine gute Frage. Ich denke, es wird hart. Denn ich will mal ein bisschen in die Seealpen, sind das, ein bisschen reinschnicken. Und es werden Berge gefahren. Ich habe schon mal grob geplant, es müssten morgen 170 Kilometer werden mit 2400 Höhenmeter. Wir werden sehen, was passiert. Ja, aber ansonsten, entweder es ist dann die nächste Unterkunft zu weit weg oder bei Weiden viel zu weit vorn. Ich muss die 170 Kilometer drücken. So, deswegen fix alles herrichten und Nachti! Endlich Landschaft. War schön. So, 27 Kilometer gestrampelt und 400 Höhenmeter. Puh, Beine sind durch, aber wie immer. Ach, ich erwähne es einfach nur mal. Die sind durch, die sind einfach durch. Und ich brauche langsam mal ein bisschen Frühstück. Bis jetzt kam noch nichts. Ah, oh, 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 ist das schön. Ist das schön. Ich muss anhalten. Ah, ja. Ah, mega. Ich freue mich. Das wird heute ein sau anstrengender Tag. Aber landschaftlich wird es heute. Ich freue mich schon. Oh, das wird geil. Ah, bis später. Yes. Alter. Ah, ist das schön. Also gefällt mir das. Oh. Ich hab Pipi in die Augen. Also Glück auf die Brille auf. Das ist schon schön. Geil. We can see so clear.
Aber das sind ja mal schöne Ziegen. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann doch nicht immer stehen bleiben. Ich habe doch keine Zeit. Oh, es ist so schön. Richtig geil ist, neben der Landschaft, Essen. Du kannst einen Scheißdreck essen, was das ganze Jahr lieber nicht essen solltest. Ach, hier Erdbeeren. Mmh. Ich liebe es. Vor uns schon eine ganze Tüte Chips reingemampft. Ja, das ist doch mit das Beste an der ganzen Geschichte, wenn man so lange unterwegs ist. Lecker. Dafür lohnt sich Höhenmeter. War nur gemein. Die letzten 30 Kilometer und dem Dauer hier der tolle Gegenwind. Oh, naja, bis später. Zur Unterkunft wäre noch richtige Herausforderung. Hab ich wieder das falsche Fahrrad dabei, so ein Scheiß. Egal, ich hab's geschafft. Hauptsache ich fahr jetzt keine Platten. Ich habe so entschieden, lieber die letzten paar Meter zu laufen. Das ist doch ganz schön. Ja, der Untergrund ist halt doof, ne? Ja. Ach, gleich müsste ich da sein. Bonjour! Ich habe doch tatsächlich die 170 Kilometer geschafft. Mit diesen vielen Höhenmetern. Sogar noch gut in der Zeit. Kurz vor 7:45 war ich da. Es war spannend herzufinden. Es war nur Feldweg. Ich hätte ja auch einfach nur von der anderen Seite ranfahren können. Ich mache mal eine kleine Rundtour, weil es ist mega hier. So, ein kleiner Frühstücksraum. Fahrrad ist auch gut abgeparkt. Ja.
Schlafgemach mit Beauty. Ha? Geil. Ja. Dann noch ganz schnell. Haben wir ja noch ein Obergeschoss? Chill out area. So. Ja. So, hier ist der Ausblick. Oh, ganz, ganz nice. Ist auf der Hochebene. Kurz vorm Pass. Also, ich muss schmuggen fahren. Col de Vent. Also, hier sind dann noch so andere Zimmer. Aber hier könnte ich mich auch noch mit austun. Das ist absoluter Hammer. Ja, zur heutigen Tour kann ich nur sagen, das war der Hammer. Das, also ein Highlight nach dem anderen. Traumhaft. Die Schluchten, Wahnsinn. Ich muss erst mal gucken, was das alles war. Naja, ich werde es dann auf jeden Fall immer mal mit einblenden. Ich bin begeistert. Die letzten paar Kilometer waren jetzt wirklich nochmal anstrengend. Es war ein leichtes Tal, so ein bisschen bergauf, ganz leicht. Und aber da hat der Wind durchgeblasen, natürlich von vorn. Aber ansonsten, ich bin, also fühle mich ganz gut. Mal gucken, wie ich mich morgen fühle. Also dann, Nachti. Ja, mein Freund ist schon dort, der macht Trainingslager. Nee, diesmal nicht. Aber normalerweise ja. Ah, das ist ja das gleiche Prinzip. Genau, sehr cool. Am Mittelmeer. Oh Mann. Hab mich gefreut. Gute Reise. Tschüss. Ja. Wer weiß, ja. Ja, immer. Wenn ich jetzt doch noch mal umplane, dann fahren wir uns vielleicht noch mal über. Genau, dann kannst du ja anrufen oder auf Strava schreiben. Strava, genau, schreiben. Tschüss. Dann tschüssi und vielen Dank fürs Mitnehmen. Gestern Abend war ich einfach zu Knülle, um irgendwas zu sagen. Ich bin auf 8:30 hier eingetroffen in Prades. Es war ein
fürchterlicher Tag. Ich war völlig erschöpft. Dann gab es Gegenwind die ganze Zeit, aber richtig straff. Ja, es war nicht mein Tag. Ich habe unterwegs noch 3 lustige Schweizer getroffen. Die waren ganz, ganz lieb. Der Andreas, Peter und der Uli vom Veloclub Lüss. Die haben mich in den Schatten genommen und somit habe ich dann richtig Kilometer machen können, zum Glück. Es war zwar auch sehr anstrengend, ich habe viele Körner gelassen, sonst wäre ich noch später angekommen. Das Wetter für heute ist miserabel. Ich werde die Pyrenäen auslassen. Es ist wieder starker Gegenwind, nicht nur Gegenwind, sondern allgemein starker Wind gesagt. Regen, Schnee, einstellig, da fährt man nicht in die Berge. Ich werde jetzt wieder zurückfahren und an der Küste entlang. Vielleicht schaffe ich sogar heute noch bis zur Fähre. Es wären 225 Kilometer und 1600 Höhenmeter. Aber es soll trotzdem den ganzen Tag regnen. Wenn nicht, bin ich morgen erst an der Fähre. Ist auch nicht so schlimm. So, also, ich packe jetzt Tam. Ich muss los. Bis später. Da hinten in der Wolken. Da ist ein großer Berg mit Schnee drauf. Und das so, wenn man guckt, schon besser, dass ich jetzt hier außen rum fahre und nicht in die Pyrenäen rein. Sieht nicht gut aus. Ich bin in Barcelona angelangt, habe bereits das Fertige gekauft und warte jetzt, bis es losgeht. Die 3 lustigen Männer von gestern, Grüße, haben mich heute wieder eingeholt von hinten und dann ging es wieder los. Gib ihm mit Rückenwind bis nach Barcelona durchgedüst. Es war herrlich. Ja, jetzt muss ich nur noch 70 Kilometer über der Insel und dann habe ich es. Okay, liegt noch drin. Das Fahrrad ist jetzt abenteuerlich mit Bettlauch am Geländer festgebunden worden. Ich bin gespannt, ob das dann noch dort steht. Ich muss einfach vertrauen. So, nicht so. Deck 4 anscheinend. Nein, Deck 5 und Schrot hierher verwiesen. Naja, mach schon mal einen Rundumgang erstmal. Mal gucken, ob man irgendwo rausgucken kann. Schade, aber man kann nicht wirklich wieder draußen gucken. Also die obere Etage ist alles gesperrt. Naja, mache ich es halt hier bequem. Und warte drauf, dass ich auch in Alcudia ankomme. Spannend. Ich habe einen Ausgang gefunden, wo man besser rundum gucken kann.
es ist voll windig und kalt. Oh, ich gehe wieder rein. Oh. So, das ist festgeknüpft worden. Und es ist auch da. Schön. Wenn man an dem Ding ist, geht es nur noch bergab. Oh, und das Gebirge, Tramontana, oh, es ist oh, schön. Oh, traumhaft. Da kommt die Bea. Ja. No. Bitte. Hey. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. Zusammen. Ich bin angekommen. Ja, bin schon Knüller, kann man so sagen, ist logisch. Nach über 1800 Kilometern, 14.000 Höhenmetern kann man Knüller sein. Und das Ganze in 9 Tagen. Also 8 volle Tage und 2 halbe Tage. Ich bin so glücklich, das geschafft zu haben und relativ ohne Blessuren. Das Einzige ist, die Beine sind ein bisschen angeschwollen, aber sonst geht's. Aber das ist ja eigentlich normal, diese Wassereinlagerungen. Es war eine super schöne Tour. Mega spektakulär. Also, na gut, die Flachetappen waren jetzt nicht ganz so prickelnd, weil auch wenn ich keine Bergziege bin, ich fahre lieber die Berge hoch, ganz langsam, habe aber dafür eine super schöne Aussicht und ja, da habe ich doch mehr davon. Dann schaffe ich halt nicht so viele Kilometer am Tag, aber landschaftlich finde ich das viel schöner. Heute ist schon ein Tag später. Ich habe mich gestern erstmal erholt. Bin ja früh angekommen. Die Fährfahrt war sehr spektakulär. Ich meine, so ein Dorfkind wie ich musste auch erstmal sich überwinden, irgendwo hinzufahren, ein Ticket zu holen und dann mit so halb Spanisch, halb Englisch sich da durchzuwursteln. Dann in den Bus verfrachtet zu werden, das Fahrrad unten rein, auf der Fähre, das Fahrrad mit Bettlagen befestigt. Das ist ja Ladungssicherung hoch 10. Jeder Deutsche schlägt da die Arme über den Kopf zusammen. Aber egal, es hat alles funktioniert. Ich bin in Alcudia angekommen, fast 2 Stunden später als erwartet. Bin somit schön in Celle gefahren. Und ja, mein Bruder hat mich dann am Hotel empfangen. Und dann habe ich mich erstmal frisch gemacht und dann gab es das Frühstück. Das ist Wahnsinn, ich habe es geschafft. Wenn ich dran denke, 1800 Kilometer alleine und ohne Pannen und es ist Wahnsinn. Danke fürs Dranbleiben und freut euch aufs Nächste und auf Weiteres und überhaupt. Ich muss jetzt noch eine Träne vertrinken. Ciao, ciao.